Es ist aus mit euch. Ciao. Splittergranate. Oh, shit. Huhn gegen Pinguin. Wer wird diesen Kampf gewinnen? Oh mein Gott. Oh. Wahnsinn. Ja gut, aber wie sieht es denn mit 50 Hühnern aus gegen 10 Pinguine? Und damit herzlich willkommen zu Yps. Vielen Dank an Adrian, denn er hat mir dieses Spiel geschenkt. Was schätzt ihr, wer gewinnt? Ich sag, die Hühner reißen es jetzt. Die reißen es jetzt. Ich kann auf P Zeitlupe machen. Wahnsinn. Na? Pinguine sind schon gefallen. Einer. Die Chicken haben es gewonnen. Aber wie viele Chickens brauche ich, um einen US-Soldier auszuschalten? Wir werden sehen. Die Gegner stehen sich gegenüber. Feuer frei! Fängst du mal an zu schießen, mein Freund? Oh mein Gott, das wird dein Untergang. Du schießt ja gar nicht richtig, du Grasdackel. Wahnsinn, Chickens sind verschissen OP. Was ist, wenn ich 5 nehme und einen selber spiele? So, General Feldmarschall meldet sich zum Dienst. Oh, Jungs! Schneller! Gib deine! Ah! Fuck! Die kommen! Du musst schießen! Sind die schon tot? Oh Gott! Alter, die kriegen uns nicht! Da! Nein! Hm? Wir brauchen mehr Männer! Attacke! Komm schon, das haben sie! Das haben sie! Zeitlupe! Oh oh! Oh, die werden umzingelt! Die werden umzingelt! Alter, die Chickens sind so brutal, ne? Was ist, wenn diese World War II Soldaten nochmal deutsche Unterstützung erhalten? Boom. Ihr glaubt also, dass ihr irgendeine Chance habt gegen die Männer hier. Das wird ein harter Kampf. Ich will euch nicht belügen, meine Herren. Das wird wirklich ein harter Fight. Ihr 9 Stück seid die Glanztruppen, die die Welt hervorbringen konnte gegen diese Übermacht. Strengt euch an, Winifred. Streng dich an, okay? Hab keine Angst. Du kommst bald wieder in die Heimat. Peter, auch du wirst... auch du wirst es schaffen, Peter. Es geht los. Feuer! Ihr müsst schneller schießen! Unterstützungsfeuer! Splittergranate! Jawohl! Mit der Unterstützung haben sie es schaffen können. Die Hühner haben 2 Leute getötet. Die US-Soldaten 50 und... Achso, ja, die zählen jetzt auch zu US-Soldaten, oder was? Läuft. Aber was ist jetzt, wenn die Hühner eine Verstärkung haben? Und zwar einen Tornado-Trooper! 3, 2, 1, here we go! Woo! Oh, shit! Männer! Oh nein! Der lebt ja noch! Ihr lebt ja alle noch! Hä? Jungs! Wo schießt denn dieser Tornado-Penner hin? Die US-Soldaten... Wow, er fliegt da hinten rum. Was war mit ihm los, Alter? Aber was ist, wenn die Hühner 250 Tische am Start haben? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Tische greifen an. Bringt euch in Sicherheit, Männer! Achtung, Franz! Oh nein! Gegen so einen Tisch machst du nichts. Du machst nichts dagegen. Gerade die von Ikea sind super Dinger. Aber was passiert, wenn die US-Soldaten, wenn die Deutschen noch einen T-Rex dabei haben und davon direkt 30? Sie rennen einfach durch die Tische durch. Oh Gott, die Tische gehen aber rein. Nein. Das müssen die T-Rexes das alleine machen. Oh, jetzt kommen sie alle. T-Rexe befinden sich hier natürlich in einer sehr kritischen Situation. Sie sind eingekastelt. Sie müssen durch diesen Kanal aus Feinden gelangen. Die Hühner stehen hinten an, um schön zu fisten vorne, aber sie kommen nicht durch. Die Tische sind einfach zu fett. Es wird doch jetzt nicht etwa... Haben die Tische noch eine Chance? Ich weiß nicht. Die Hühner kommen jetzt an den Start. Oh mein Gott, die platzen einfach. Wir haben es geschafft, meine Herren. Aber jetzt mal ohne Flachs, Leute. Was passiert, wenn wir aus dem 18. Jahrhundert 250 Stück antreten lassen gegen World War II German Soldier 250 Stück? Erleben wir unser blaues Wunder? Ich weiß nicht. Doch eins weiß ich. Es wird truly epic! Geiles Bild übrigens hier, ne? Nice. Habe ich vorhin gemacht. Na, seid ihr bereit? 3. 2. Ich gehe hier hin. 1. Feuer! Wow, shit! Oh, Gottes Willen, die Rotröcke gehen ja ultra ab! Leute, Zweiter Weltkrieg, hallo? Okay, jetzt fallen auch hier ein paar. Alles klar. Wow, du fängst an! Alter, wie krass! Oh mein Gott! Guck mal, hier ist ja gar nichts! Schießt überhaupt! Er rennt vor! Ich übernehme einen, ich rette jetzt den Krieg hier. Oh fuck, ich übernehme den hier, ich rette jetzt den... Fuck! Wie habt ihr das gemacht? Was haben die denn, was habt ihr denn getrieben? Ich bin etwas überrascht, tatsächlich. Aber, gar kein Problem. WW2, German Soldier,
Wir nehmen jetzt das Doppelte an Deichen. Ist echt ein extrem geiles Spiel. Auf sowas könnten wir fast schon wetten. Das müssen wir mal im Stream machen. Das müssen wir ohne Flachs beim Stream machen und so ein bisschen das Betting benutzen hierfür. Also ich sage, dass ja die Rotrecke wieder gewinnen werden. Tails! Boah, die Musik. Okay. Ja, ja, doch. Na? Also hier, die Ecke wird deutlich eher ausgedünnt als die andere. Standen sie vorhin etwa einfach nur falsch? Jetzt haben sie den Highground, die deutschen Soldier. Oh, oh. Männer. Männer! Bis zum letzten Mal. Feuer! Ich helfe dir, geh weg. Oh. Okay. Müssen sich freuen. Ich muss auch kurz mit einem weglaufen, mir das anhören, was der ruft. Was du gerade? Nein! 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 Was nein? Nein! Widerstreben Sie sich mir, Soldat! Granate! Sehr gut. Angriff! Angriff! Ich glaube aber immer noch an meine Rotröcke. Und darum gibt es noch 100 Bogenschützen obendrauf. Ach, die sehen hervorragend aus. Sehr schön. Feuer! Oh! Ihr müsst auch mal schießen! Oh mein Gott, Leute, ihr schießt. Schießt ihr überhaupt? War jetzt nicht so erfolgreich, wie wir das erhofft haben. Aber sie haben die anderen gleich genatzt da drüben. Und sie leben noch. Einige. Viele. Die treffen sich nicht. Die treffen, weil die stehen da scheiße. Bis zum letzten Mann! Ah. Verstärkung ist eingetroffen. Bam, bam, bam! Mehr. Was? Sind alle schon tot? Okay. Jetzt will ich aber nichts mehr hören. Es ist aus mit euch. Ciao! Wow. Alter Verwalter, shit! Ja, ich würde sagen, ja gut. Also so ein geiles Spiel. Adrian, nochmal vielen Dank an dich. Leute, ich kann so viel noch zusätzlich runterladen. So viele Models und Charaktere und so weiter. Pokémon gegen Digimon, Äpfel gegen Birnen, Autos gegen Autobots. Geil. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben geben, wenn ihr für die Hühner wart ganz am Anfang. Und 2 Daumen nach oben geben, wenn ihr für den Pinguin wart. Ist logisch. Macht's gut. Ciao.